So, ihr Lieben, dann kommen wir jetzt zu der Rückfahrt von der Linie 255 mit Lean Justin, der rechts nehmen wir auch schon wieder auf. Und ja, das wäre schon die Retourkutsche. Was denn heißen? Ich rieche mich gar nicht auf. Also was soll das denn jetzt hier heißen? Weiß ich nicht. Also immer. Also das ist ja, also das geht ja jetzt immer wohl so weit, ne? Also. Ah, immer doch. Ist, also. Immer doch. Nächste Haltestelle. Gladbeck Ostbahnhof. Aber die Sumpfziege macht mir meine. So weit runter. Was suchst du denn da? Boing! Oh, es fängt wieder an zu regnen. Justin, was gibst du mir denn für ein Wetter hier? Ich mach gar nichts. Ja, ja, mach ich gar nichts. Naja, auch nicht. Ich fahre nur den Busschrott oder was? Oh. Also Ricky, nächste Woche trainiere ich Mount Panorama und Nordschleife. Mein Streamplan ist veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber auf Twitter und Facebook ist er draußen, genauso wie bei mir auf dem Discord. Allerdings fahre ich kein Rennen nächste Woche. Das ist reines Training, was ich jetzt erstmal nur mache. Und dann schauen wir mal, wie es da halt weitergeht. Morgen ist auch erstmal entspannt LS. Und weil ich will versuchen, also wie gesagt nochmal zu der LFM-Training, will ich versuchen, dass ich dieses Permit für die Nordschleife bekomme, weil 24 Stunden Nordschleife, 24 Stunden Nordschleife. Ja, hätte ich gerne schon. Memory. Wow. Jetzt muss aber nachladen hier. Das wird richtig lustig, ey. Moment, ich lese es gleich. Oh ja, wann ist. Wann. Was kommt da Gutes? Weil, wie gesagt, für Samstag, Sonntag habe ich noch gar nichts geplant. Also Sonntag halt für ein bisschen noch. Im Stream mit dem Suzuka. Ach, die ist ja, die ist einfach die Strecke. Die ist einfach. Aber Fristreifen. Oh, wir haben schon wieder plus zwei. Eieiei, was? Boah. Hallo. Aber ich glaube, das wird dann erstmal vorerst die letzte Strecke sein heute. Ja, Suzuka, wenn ich mich recht entsinne, bin ich da auch schon mal gefahren. Ja, ich denke schon, dass du da gefahren bist. Suzuka ist ja auch sehr. Da gibt es diesen langen Bogen, dann mit der links-rechts da. Über eine Linkskurve, dann eine Doppel-rechts. Junge, mach mal meine Musik wieder, was ist los mit dir hier? Hallo,
Also da kriegen wir. Die kriegst du auf jeden Fall gut hin. Diesen Tag. Oh, es wird spannend. Ups. So. Nächste Haltestelle. Martin-Luther-Forum. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf. Ich meine, die dafür, hallo, dass J4 mir vorhin gesagt hat, dass die Permit für Nordschleife verändert wurde, umso schöner. Ach, statt 8 Minuten 30, 8 Minuten 38, 3, 4, 7. Oder sowas in der Art. Nächste Haltestelle. Konrad-Adenauer-Allee. So, da wären die 2 Minuten wieder weg. Gefällt mir. Aber der ist ja, der hat ja auch gestern den 10. Platz abgeräumt, der Stefan, ne? Also. Hätte ich nicht gedacht, ey. Aber. Guten Tag. Wie gesagt, das war mir gestern. Das war mir gestern echt krass, ey. Also. Mit Macker. Ja. Nächste Haltestelle, Cotten. Also am Mittwoch, ja, ich muss mal gucken. Also ein Setup für Nordschleife habe ich, genauso wie auch die Bratwurst. Aber muss man mal fahren. Ja, das stimmt. Ja, also. Das Problem ist, Streckenguide habe ich mir zwar angeguckt, aber. Ja, ich war so drauf fixiert, Elo einzufahren, was ich sag, dass es wirklich ein Fehler vielleicht war. Ich, auf Wort kennst du die ganze Zeit, ne? Also. Hallo. Aber hey, Hauptsache. Ja. Das werden wir uns auf jeden Fall noch angucken. Jetzt kommt der mit dem ABS schon wieder. Trust me, das ist das, was ich meine. Drück schon leicht Gas und dann haut das ABS raus, ey. Kann ich aber nichts mehr machen. Ja. Naja. Ich weiß es leider auch nicht. Ah, jetzt ist er da weg. Ganz komisch, ey. Das kann auch an der MIP liegen.
an den Straßen, wenn die nass sind. Drücke aber nicht zu viel Gas, dass der hier keine Traktion mehr hast oder so. Ja, aber du kennst ja um sie. Hm. Ich dreh mal durch. Ja, richtig. Ah, zu eng genommen. So. Nächste Haltestelle. Dünsterby. Dann passt das. Also, Ricky, ich sag mal so, ich werde auf den Essen mir mal nehmen und dann werde ich dann mal für Brand auf Bratwurst fahren. Weil ich weiß definitiv, dass ich mit dem da besser klar kam. Wenn ich noch meine Erinnern trauen kann. Nächste Haltestelle. Meringstraße. Hey, versuch mal mit dem V12 klarzukommen. Weißt ja, was Matze gesagt hast. Dass er mir schon den Respekt zuschreibt, damit mit der Karre da überhaupt klar zu kommen. Nein, aber es ist halt ein Anfängerauto. Da geht es einfach darum, da irgendwie, ja, klar zu kommen. Ist ja jetzt kein großes, weil, also, verglichen zu gestern, wo wir noch ein bisschen auf dem Trainingsserver bei Huma gefahren sind, Stabi habe ich runtergestellt, Flügel haben wir ein bisschen hochgestellt, also von 1 auf 8. Aber trotzdem hupst der noch so. Also ich habe zwar jetzt bessere Kontrolle, aber die Bremsen halt, also was heißt Bremsen, naja. Die praktische Erfahrung ist halt das, was mir halt fehlt. Geht es Ihnen gut oder soll ich einen Arzt rufen? Sie können ja kaum die... Was haben Sie gesagt? Ich konnte kaum die... Ja. Aber auch mit dem Halbgas, ne? Also... Da muss ich mich echt mal gewöhnen. Puff, Auxi, halt durch. Dankeschön für der Follower. Willkommen. Ja, also wie gesagt, wir werden es nächste Woche sehen. Ja. Mein Streamplan ist jetzt draußen. Brutal, ey. Also das hast du auch wirklich im Lenkrad gemerkt, ey. Das hast du auch wirklich im Lenkrad gemerkt. Das war schon richtig ätzend. Ja, aber wie gesagt. Ich
muss ja mal gucken, wann ich die Woche wieder einen freien Tag habe. Wenn es wieder der Mittwoch oder der Donnerstag ist. Oder auch gar nicht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich muss warten. Ich muss warten, bis mein Dienstplan rauskommt. Danach kann ich erst wieder ein bisschen was planen. So ist es jetzt nur wirklich knapp. Und ja, ich habe die Woche, trete ich dem, was das tägliche Streamen betrifft, ein bisschen kürzer. Mittwoch ist Feiertag. Ja, ich muss trotzdem arbeiten. Ich schaffe an der 24-Stunden-Tankstelle. Da ist sowas scheißegal. So hart es auch klingt, aber für mich ist es halt... Ja, wie gesagt, ich warte einfach nur drauf. Moin Manu, schön, dass du da bist. Meine Kollegin hat Urlaub. Ja, man hat es ja vorhin schon gesehen, was abgeht und... Ja. Ja, du, Ricky, ist alles in Ordnung. Wie gesagt, so... Hauptsache, die Kohle kommt ins Haus und ich kann mir alles leisten, was ich jetzt noch brauchen will hier. So, Mahlzeit, dann habe ich gehört. Was? Ja, weiß ganz genau. Nee. Weil ich nämlich nichts gemacht habe. Also ich weiß ja nicht, was du gehört hast, aber... Was ist denn los bei dir? Weiß nicht. Hab was gehört. Ja. Ja, macht ja nichts. Hast du den Geist von Notre Dame gehört, oder was? Nee. Die Glocke geht durch. Okay. Was ist denn los bei dir? Ja. Naja, auch wenn ich am Dienstag... Boah, ich muss mal gucken. Nee, Dienstag mache ich ja keinen Stream. Da will ich ja den LS-Server nochmal auffrischen. und dann werde ich noch ein paar neue... Also ich will noch diesen den Ruhig-Button-Alert machen. Und ich will da noch das andere Video von Donnerstag... Also ich will ja noch ein paar Sachen überschneiden. Überarbeiten, nicht überschneiden. Ja. Da mal gucken. Ach, da will keiner einsteigen, da will nur jemand mitkommen. Das ist auch gut. So. Weil das nächste, was ich nämlich jetzt auch heute nach dem Stream versuchen will, die Clips, wo ich nämlich aufgenommen habe, dass die nämlich dann auch auf Twitter, YouTube, Facebook und auch auf Twitch raushau, ordentlich mal schneiden tue. Weil damit will ich mich auch erstmal beschäftigen. Aber wie gesagt, Sonntag, so 13 Uhr, hocken wir uns erstmal gemeinsam zusammen, ne? Dann gucken wir, dass wir gemütlich dann den Streamplan für die Woche zusammen aushauen. Und ja. Ricky, ganz kurz, wann findet das nächste Rennen bei Stefan statt? Weil das müsste ich noch in... Nächste Haltestelle. Müsste ich noch in einem Streamplan da eintragen. Erst wieder in einer Woche oder in zwei Wochen? Ups, schauen wir es gleich an.
11. Mai aktuell, okay. Ah, das ist was. Das ist übernächste Woche, ne? Ja. Übernächste Woche. Zwei Wochen, ja. Ja. Afternoon, hier Afternoon. Ja, ehrlich. Na, das wird ja was. Hallo. Einen Kinderfahrschein, bitte. Danke. Muss ich gleich mal im Kalender gucken, wie das das so abgeht. Oh, jo. Also ich weiß zwar, dass ich die Woche hier eingetragen habe, oder bei Google weiß, wann Feiertag ist, aber ich habe jetzt einfach mal so geplant, weil, ja. Für die Woche. Nächste Woche wird es dann halt auch wieder ein bisschen anders da. Also da werde ich wieder auch täglich streamen, allerdings wird dann nur, wie gesagt, 3 Stunden dann da sein. Deswegen hoffe ich ja, dass irgendwann so schnell wie möglich mal der Plan rausrutscht. Oh, ja. So, dann haben wir nämlich jetzt auch schon unsere letzte Tour für heute erreicht. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Wohrathaus. Wenn ich komme, ist grün, ja, so wünsche ich mir das. Ah, jetzt wird es wieder rot da vorne. Also hier hätte man wenigstens noch so eine Ampelschaltung noch reinschalten können, weißt du, wenn so ein Bus über so ein Button da fährt. Mhm. Dann hätte man das auf jeden Fall, ne? So. Oh. Tom, dankeschön für dein Follower. Willkommen. Schön, dass du da bist. Auch dir erstmal schönen Sonntag, wünsche ich dir. Sonntagabend fast schon, ne? Wollte schon sagen, Sonntagnachmittag. So. Ricky, bist der Beste. Schreib. Hab mir schon gedacht, wann das mal kommt. So, meine Lieben. Ja, also wie gesagt, dann haben wir erstmal ein bisschen Videomaterial von Omsi. Morgen wird dank quasi nochmal neue Hotbell Raw experimentell aufgenommen. Wir schauen uns nämlich gleich noch ein Video an. Also ein Real-Life-Trucker.
Ich fand seine aktuelle Situation, wo er letzte Woche beschrieben hat, das Video, sehr interessant. Also wie gesagt, es wird kein Reaction-Reel-Video, aber das einfach mal zu verstehen, wann was da... Wann willst du essen um 4 Uhr, Schatz? Tja, Mausi, hättest du jetzt mal gewartet, bis ich fertig war mit dem, mit der Frage da, ne? Naja. Belästigte Fahrgäste, ehrlich jetzt. Jetzt, kurz vor knapp, das gibt's doch gar nicht, ne? So. Ehrlich, kommst du im Bur-Rathaus an? Oha. Was, die Omsi? Oder... Ach, 19 Uhr, die... Aha. Glaube ich dir. So. Yippie, passenden Abschluss haben wir gemacht. Perfekt. Also Justin, danke, dass du dabei warst. Kein Problem. Immer wieder gerne. Und ja. Bis zum nächsten Video von OMSI 2.